Mit dem Hobbit-Wasserkelch Cryptocurrine Valkyrie Hobbit haben die Cryptocurrinen einen sehr netten Vertreter für den Vordergrund im Aquarium hinzugewonnen. Freunde von Herr der Ringe wissen, dass Hobbits sehr kleine Wesen sind und so bleibt auch diese Zwergform von Cryptocurrine Valkyrie mit nur 4 bis 8 cm Höhe knuffig und klein. Ihr bekommt diese Pflanze bei uns in einem In-vitro-Becher geliefert. Das bedeutet, sie wurde unter sterilen Bedingungen im Labor gezüchtet und ist somit frei von Algen, Schnecken oder sonstigen Keimen. Neu ausgetriebene Blätter dieser pflegeleichten und anfängerfreundlichen Wasserpflanze sind rotbraun, während ältere Blätter hellgrün werden. Ein toller Farbkontrast im Aquarium. Der Hobbit-Wasserkelch wurde erst 2014 auf der Interzoo von der Firma Dennerle, damals noch unter dem Namen Cryptocurrine Lutea Hobbit, als hübsche, kleinbleibende Rosettenpflanze für Nanobecken und für den Vordergrund in größeren Aquarien vorgestellt. Der langsam wachsende Hobbit-Wasserkelch hat ganz leicht wellige Blätter. Die Stammform Cryptocurrine Valkyrie kommt ursprünglich von der Insel Sri Lanka, wo sie entlang von Flussufern wächst. Die niedrig wachsende, recht anspruchslose Cryptocurrine Valkyrie Hobbit kommt mit eher schwachem Licht und ohne zusätzliche Düngung im Aquarium ganz prima zurecht. Das macht sie auch zu einer guten Wahl für Garnelenaquarien. Unter viel Licht, einer guten Nährstoffversorgung durch Aquariendünger und einer Düngung mit CO2 wächst der Wasserkelch etwas kompakter und wird farblich noch ein bisschen intensiver. Cryptocurrine Valkyrie Hobbit nimmt Nährstoffe vorwiegend über die Wurzeln auf und freut sich über ein nährstoffreiches Substrat oder über Düngekugeln im Bodengrund. Cryptocurrine Valkyrie Hobbit treibt Ausläufer mit Tochterpflanzen an seiner Basis aus. So kann man die Pflanze recht gut vermehren. Trennt man die Kindel nicht ab, werden die Gruppen des Hobbit-Wasserkelchs mit der Zeit wunderschön dicht und wachsen etwas in die Breite. Überaltete oder zu hoch gewachsene Blätter des Hobbit-Wasserkelchs schneidet man einfach mit einer scharfen langen Aquascaping-Schere ab.